In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit der Anwendung Keynote einfache Erklärvideos herstellen können. Öffnen Sie dazu zunächst die Anwendung Keynote. Über ein Plus können Sie eine neue Präsentation erstellen. Wenn dieses Symbol nicht zu sehen sein sollte, befinden Sie sich im Verlauf. Wählen Sie stattdessen einen Ordner auf Ihrem iPad oder in einer Serverumgebung aus. Als nächstes wird Thema auswählen angetippt. Hier können Sie entweder eine passende Vorlage auswählen oder aber eine ganz normale weiße Vorlage verwenden. Wenn Sie den Text nicht benötigen, können Sie diese durch Antippen und anschließend mit einem Tippen auf Löschen entfernen. Wenn Sie wünschen, können Sie nun den Hintergrund der Folie anpassen. Dies können Sie über einen Klick oder ein Tippen auf den Pinsel vornehmen. Unter der Funktion Hintergrund finden Sie zahlreiche Vorlagen, die Sie verwenden können. Sie können aber auch ein eigenes Bild einfügen, beispielsweise um Lineaturen anzuzeigen. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Gezeichnetes animieren können und somit als Bewegtbild darstellen können. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel einen Prozess darstellen. In einem zweiten Schritt werden wir dies mit einer Tonaufnahme hinterlegen. Wir beginnen zunächst mit der Zeichnung. Tippen Sie dazu oben in der Werkzeugleiste auf das Bildsymbol. Im Anschluss können Sie die Funktion Zeichnen auswählen. Unten in der Werkzeugleiste können Sie sich einen passenden Stift auswählen. Wenn Sie auf den Stift drauf tippen, können Sie zudem die Dicke bestimmen und auf der rechten Seite die Farbe auswählen. Nehmen Sie nun Ihre Zeichnung vor. Wenn Sie die Zeichnung wiederholen möchten, können Sie mit dem Rückwärtspfeil die Zeichnung wiederholen. Wenn Sie mit der Zeichnung zufrieden sind, können Sie diese mit einem Klick auf Fertig einfügen. Im nächsten Schritt tippen Sie auf die Zeichnung. Sie können nun mit dem Pfeil nach rechts das Animationsmenü sichtbar machen. Wir tippen nun auf Animieren. Es ist nun wichtig, dass Sie einen Aufbau hinzufügen. Beim Aufbau nehmen wir die Funktion Linie zeichnen. Sie sehen nun, dass die Zeichnung im Bewegtbild nachgestellt wird. Als nächstes tippen wir auf das X. Wenn Sie nun erneut auf den Aufbau drücken, können Sie zudem die Dauer des Ganzen einstellen. Sie können mit dem Finger die Sekundenanzahl verlängern und sich das Ganze im Vorschaubild anzeigen lassen. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie dies mit einem Klick auf Fertig bestätigen. Als nächstes wird eine Tonaufnahme hinterlegt. Klicken Sie dazu erneut auf das Bildsymbol. Im nächsten Schritt wählen wir die Funktion Audio aufnehmen. Über einen Klick auf Aufnahme können Sie die Aufnahme beginnen. Hier wird die Aufnahme auch wieder beendet. Das ist das Haus vom Nikolaus. Wenn Sie die Aufnahme abspielen wollen, um sie zu überprüfen, können Sie auf Vorschau klicken. Sie können die Aufnahme auch beschneiden, indem Sie auf Bearbeiten klicken. Wenn Sie die Aufnahme wiederholen möchten, klicken Sie auf den Pfeil rückwärts. Wenn Sie zufrieden sind mit der Aufnahme, drücken Sie auf Einfügen. Die Tonaufnahme ist nun hinterlegt. Allerdings muss diese ebenfalls im Animationsmenü passend zur Zeichnung abgespielt werden. Tippen Sie dazu auf die drei Punkte oben rechts. Hier können Sie ebenfalls das Animationsmenü öffnen. Wichtig ist nun die Abfolge der Elemente. Tippen Sie dazu auf die Listenansicht. Sie sehen nun sowohl die Zeichnung als auch die Audioaufnahme. Die Audioaufnahme soll nicht per Tippen beginnen, sondern mit Animation 1 starten. Die Zeichnung und die Tonaufnahme werden nun gleichzeitig abgespielt. Wir können dies in der Vorschau überprüfen. Das ist
Das Haus vom Nikolaus. Damit die Audioaufnahme zum Bewegtbild passt, müssen Sie gegebenenfalls die Dauer der gezeichneten Linie anpassen oder aber die Audioaufnahme wiederholen. Wenn alles zusammenpasst, können Sie dies mit einem Klick auf Fertig bestätigen. Abschließend ist es nun wichtig, das Erklärvideo als Film zu exportieren. Tippen Sie dazu auf den Namen der Präsentation. Diesen können Sie hier auch umbenennen. Wichtig ist die Funktion Exportieren. Hier können Sie den Film auswählen. Bitte geben Sie bei der Option zur nächsten Folie nach 1 bis 2 Sekunden an. Diese werden ans Ende der Audioaufnahme herangehängt. Das heißt, die Folie wird so lange noch angezeigt, wie hier Sekunden angegeben sind. Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, tippen Sie bitte auf Exportieren. Der Film wird im Anschluss erstellt und Sie müssen den Speicherort auswählen. Wenn Sie die Option Video sichern anwählen, taucht das Video in Ihrer Fotos-App aus. Wenn Sie die Funktion in Dateien sichern wählen, dürfen Sie den Speicherort manuell auswählen. In diesem Fall klicken wir auf Video sichern. Das Video ist nun erstellt und befindet sich in der Fotomediathek. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie das Video abspielen, dass auch der Ton aktiviert ist. Viel Spaß beim Ausprobieren!